Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Die große Zahl Medienvertreter ließ schnell erkennen, hier geschieht Großes. Das machte auch das Plakat an der Wand deutlich, von dem SOB-Vorstandssprecher Christoph Kraller so herzlich strahlt. Er mag die SOB, eigentlich nichts Neues. In dem eher schmucklosen Besprechungsraum der Südostbayernbahn begrüßte Christoph Kraller dann neben Vorstandskollegen Christian Kubasch seine Chefs Dr. Jürgen Dornbach und Corinna Sander von der DB Regionetz und Dr. Johann Nigel, den Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, des größten Kunden der Südostbayernbahn. Matthias Krause von der Südostbayernbahn verantwortete federführend das gesamte Thema Vergabeverfahren. Da er nach den langen Monaten der Vorbereitung nichts mehr dazu sagen wollte, schritten sie gleich zur Tat. Dr. Johann Nigel sah keine Eile, er wollte es sich ja noch nicht einmal anders überlegen. Tatsächlich hat die SOB das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Sie haben intensiv und fair verhandelt und das Mehrangebot so überzeugend angeboten, dass die Bayerische Eisenbahngesellschaft nicht anders konnte, als der Südostbayernbahn den Zuschlag zu erteilen. Die SOB macht einen guten Job und rangiert trotz gelegentlicher Probleme, die es aber überall gibt, unter den ersten 6 oder 7 Anbietern in Deutschland. Die stehen eben für Kundennähe und Qualität und so freute er sich, hier den Vertrag unterschreiben zu können. Insofern freue ich mich. Sie sind hier unter Freunden. Damit setzten Dr. Johann Nickel und Dr. Jürgen Dornbach ihre Unterschriften unter den Vertrag, der Südostbayernbahn den Betrieb des Liniensterns über 2016 hinaus bis Ende 2024 ermöglicht. Auch wenn es trivial aussieht, scherzte Christoph Kraller, ging diesen beiden Unterschriften eine gewaltige Menge Arbeit voraus. Sie haben die Südostbayernbahn einmal auf den Kopf gestellt, durchgeschüttelt und wieder auf die Beine gestellt, um die Grundlagen für dieses Vertragswerk zu schaffen. Für ihre Mithilfe dabei dankte er allen Südostbayernbahnern. Und für ihre Geduld und ihre Nerven. Er sicherte Dr. Johann Nigel zu. Da haben Sie eine clevere Entscheidung getan. Als erfahrener Vereinsvorsitzender wollte er dann noch wissen, ob es Fragen gibt. Sollte das nicht der Fall sein, ich bin langjähriger Vereinsvorsitzender. Fragen gab es aber schon. Herr Kraller, ihr habt ja bis zum Schluss nicht gewusst, ob es einen Mitbewerber gab. Das ist richtig, ja, genau. Für uns war das eine Zitterpartie. Ihr wisst das bis jetzt immer noch nicht? Nein, immer noch nicht. Den Zuschlag haben Sie ja schon im Dezember erhalten. Wurden inzwischen Details verhandelt? Naja, in dem speziellen Modus, der bei uns ausgeschrieben worden ist, war mit der Zuschlagserteilung, ich sage mal, 95% der vertraglichen Modalitäten geklärt. Wir feintunen jetzt noch, das ist richtig, aber die großen Sachen sind klar. Sie haben vorhin gemeint, Sie hätten die gesamte Südostbayernbahn einmal auf den Kopf gestellt, sie durchgeschüttelt und wieder auf die Beine gestellt. Wie hat das konkret ausgesehen? Ja, du beginnst auf der Basis der ausgeschriebenen Unterlagen mit dem Fahrplan. Es war ja klar, es gibt ein bestehendes Zugangebot und dann möglicherweise den einen oder anderen Zug nur. Und dann macht man sich halt Gedanken, wie viele Fahrzeuge brauche ich dafür, wie viel Personale, was brauche ich an Sprit, an Energie generell, sowas in der Art. Und ja gut, bis hin zu der Frage, wie kann ich die Fahrzeuginnenreinigung organisieren zum Beispiel, was brauche ich da an Personal, an Geld und so. Also die ganze Eisenbahn von vorn bis hinten. Gibt es ab 2006 zusätzliche Angebote? Ja, die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat zusätzliche Züge bestellt, Stundentakt nach Rosenheim am Wochenende, Taktlücken zwischen München und Mühldorf in beiden Richtungen, eher am Abend, dann noch zusätzliche Züge nach Freilassing und wieder retour, also eine durchaus nennenswerte Zahl an zusätzlichen Zügen. Da sind Sie mit den 8 neuen Loks gut darauf vorbereitet. Ja, das macht sich schon bemerkbar. Ich meine, sie hat im Moment noch ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich sehr zufrieden mit der Lokomotive. Werden die verbliebenen beiden 218er auch noch ersetzt? Ist im Moment nicht geplant. Also bis 2024 im Rahmen unseres Vergabeverfahrens haben wir mit den 218er weiter kalkuliert. Herr Dr. Dornbach, die langwierigen Verhandlungen haben nun zum Vertrag geführt. Das ist sicher ein großer Erfolg für die DB Regio. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben massiv
gekämpft im Rahmen der Ausschreibung, weil es selbstverständlich, es geht um Arbeitsplätze, es geht um unsere Existenzen. Und seit 2002 haben wir hier aus unserer Sicht einen sehr guten Job gemacht, gute Qualität geliefert. Und ja, dementsprechend waren wir natürlich daran interessiert, das auch weiterhin hier zu tun. Und insofern die Frage, 3 oder 8 Jahre, war ganz klar Zielsetzung, 8 Jahre Verlängerung. Das war unser Ziel und das haben wir erreicht. Was hat sich für die Passagiere verbessert? Gibt es neue Zugverbindungen, mehr Service oder sogar Internet im Zug? Es gibt von allem etwas. Also wir haben München-Mühldorf, werden wir dann zukünftig ab 16 komplett nur mit Doppelstockwagen nur noch bedienen, keine BN mehr. In den Tagesrandlagen noch mit VT628, aber ansonsten werden die lokbespannten Züge komplett mit Doppelstock fahren. Unsere VT628, die Züge, die wir eben auf dem Restnetz fahren, bekommen alle Fahrgastinformationssysteme. Pro Fahrzeug 5 bis 7 Displays, Touchscreens, in dem Sie eben direkt Ihre Anschlussbeziehungen, die Pünktlichkeiten, Ihren Streckenverlauf nachvollziehen können. Des Weiteren einige Taktverdichtungen, das war eben das Ziel des Bayern-Taktes, dass wir auch Stundentakt auf der SOB umsetzen, haben wir auf vielen Strecken ja, realisieren können. Und im Servicebereich, eigentlich durch das Qualitätsranking der DB hat sich da in den letzten Jahren, im letzten Jahr schon sehr viel getan. Und daran werden wir entsprechend weiterarbeiten, um eben ja, einer der Top 5 weiterhin in Bayern zu bleiben. Das ist Qualitätszuwachs. Der ist anstrengend genug. Sind Sie mit der wirtschaftlichen Seite des neuen Vertrages zufrieden? Ja gut, ein bisschen mehr geht immer. Wenn man natürlich, wären wir froh gewesen, wenn es auch für uns ein etwas höherer Preis gewesen wäre. Nur man muss sich den Wettbewerb stellen. Und wir haben spitz kalkuliert und ich glaube einen Preis gemacht, bei dem die BEG, ja, mit dem sie sehr zufrieden sein kann. Und haben uns dann schon an einen großen bayerischen Vertrag orientiert und den haben wir definitiv unterschritten. Und ich glaube, wir können damit leben und es ist die Voraussetzung, um eben auch mehr Verkehre zu realisieren. Wenn wir eben einen hohen Preis realisieren, hat das im Gegenzug von dem Hintergrund knapper Regionalisierungsmittel meistens Abbestellungen zur Folge und dann davon gewinnen wir nichts und der Fahrgast schon gar nicht. Herr Dr. Nigel, Sie haben ja mit dem Zuschlag an die Südostbayernbahn der gesamten Region eine große Freude gemacht, weil es hier nur beste Erfahrungen mit der SOB gibt. Also natürlich freut es uns, wenn wir der Region auch Freude machen können. Das Entscheidende ist, die Südostbayernbahn hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot heißt auch mit hervorragenden Qualitätskriterien, auch zum Teil über unsere Mindestanforderungen hinaus. Und die Südostbayernbahn kann damit ihr bewährtes Konzept und ihr Qualitätsniveau fortsetzen. Und wenn es die Fahrgäste freut, dann freut es uns auch als Bayerische Eisenbahngesellschaft. Wir haben die Gelegenheit wahrgenommen und uns angesehen, wie derzeit der zweigleisige Ausbau voranschreitet. Entlang der Strecke vom Bahnhof Richtung Tüssling werden gerade Büsche und Bäume gefällt und neben der kleinen Überführung bei Hölzling sind Baumaschinen dabei, den Abraum zu entfernen und Platz zu schaffen für den Abbruch der kleinen Brücke und den Aushub für das zweite Gleis. Der Neubau der Unterführung an der Thüringer Straße wird wohl bald beginnen und auch die Verlegung der Straße von der Unterführung bis zum ehemaligen Kurvenwirt. Der nächste Schritt ist der Einbau der zusätzlichen Weichen im Bereich des Bahnhofs, der noch vor Ostern erfolgen soll. Die Antriebe für die Weichen stehen schon bereit. Hoffentlich keinen Rückschlag für die Arbeiten stellt der Abschied von Dennis Kolei dar, der innerhalb des Konzerns Deutsche Bahn mit sofortiger Wirkung die Leitung einer Regionalbahn übernimmt. Bis sein Nachfolger gefunden ist, leitet Christian Kubasch die Arbeiten selbst. Wir danken Dennis Kolei sehr für die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Alles Gute und viel Erfolg wünschen wir natürlich auch der Südostbayernbahn für die kommenden 8 Jahre im Linienstern Mühldorf.